afternoons with you. Felt too cool to be blue. Almost washed my mind with the color of your eyes. Every jewel on earth didn't match your shining eyes. Now it seems you mean a brighter sheen. Oh, heaven must miss you. How lucky am I? Oh, if I had a redo, honey, I'd own three kites. I see I lost my hue when she says see you soon. And then 12 months passed through a summer that didn't last. Every song I sang in her ears would ring. Now it's done and gone, won't be alone. What did you tell them, mate?
a lot of stuff. Oh, we did that and we went to Galway. Yeah, well, what did we do? We did a road trip to Galway. Yeah. And then we saw Galway. We got a vegan burger in Galway. And then we left Galway. Oh my god. Take two. Am Wochenende haben wir uns entschieden, dass wir uns Galway. I can't pronounce it. Galway. Also, nochmal, again. Unter der Woche waren wir jetzt die ganze Zeit in Dublin und haben uns entschieden am Wochenende, dass wir einen Roadtrip machen und uns Galway anschauen. Und da haben wir uns so eine kleine Hütte, so eine Airbnb gemietet. Und jetzt, für die letzte Nacht, haben wir uns entschieden, dass wir einfach mal, dass wir richtig crazy sind und dass wir campen gehen. Das Zelt, das wir haben, haben wir von Colin, von seinem Mitbewohner. Ich hoffe, dass das funktioniert. Wir haben es nicht vorher ausprobiert, keine Ahnung. Wir sind noch nicht wirklich gut ausgestattet, aber ja, es wird auf jeden Fall ein Abenteuer. Es wird ein Abenteuer. Jetzt gerade suchen wir nach einem guten Spot. Dafür lohnt es sich übrigens immer, Park4Night zu benutzen. Ich glaube nämlich, wir haben einen richtig guten Spot gefunden. I think we found a very good spot. I think so. Park4Night, yeah. I think it's gonna be a nice spot. Are you looking forward to our adventure? I can't wait. It's been so good so far. So tonight I'll be sitting home alone. Zurück in Dublin und wir haben tatsächlich noch einen super nice Spot gefunden zum Campen. Irgendwo im Nirgendwo, keine Menschenseele, Natur um uns rum, Sternenhimmel, Sonnenuntergang. Wir haben Lagerfeuer gemacht, es war richtig cool. Die Nacht hingegen, die Nacht war, ja, jetzt nicht so ein Träumchen. Es war richtig kalt. Es war richtig kalt. Und irgendwie waren wir auch nicht so gut vorbereitet. Also wir hatten keine Isomatten, sondern nur irgendwie so richtig dünne Yogamatten. Ich weiß auch nicht wieso. Ja, dementsprechend war es auch ein bisschen unbequem. Dementsprechend haben wir auch relativ wenig geschlafen. Aber es war es trotzdem wert, weil es einfach, es war richtig, richtig schön. Und so der perfekte Abschluss von unserem Ausflug. Und jetzt heute ist tatsächlich schon mein letzter Tag in Irland. Das ist so verrückt, wie schnell die Zeit vergangen ist. Es sind einfach schon 3 Wochen rum. Und morgen geht meine Reise weiter Richtung Portugal. Ich bin irgendwie, ehrlich gesagt, traurig, dass ich Irland wieder verlassen muss. Es war wirklich eine richtig schöne Zeit. Ich mag das Land hier wirklich gerne. Ich finde, die Leute hier sind irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber ich habe das Gefühl, sind irgendwie so ein bisschen offener. Bisschen offener einfach. Ich werde auf jeden Fall definitiv zurückkommen. Vor der Reise hatte ich so ein bisschen die Sorge mit meinem Englisch, weil irgendwie, ich glaube, dass jeder eigentlich richtig gut Englisch sprechen kann und dass nicht das Sprachlevel so das Problem ist, sondern eher so die eigene Hemmschwelle und dass man sich irgendwie schämt dafür, dass man Akzent hat oder dass man hört, dass man aus Deutschland kommt.
Aber das ist eigentlich so egal. Es geht nur darum, immer diese Hemmschwelle zu überwinden. Und wenn du es dann gemacht hast, dann geht's auch wieder voll. Und es war eigentlich überhaupt kein Problem, mich hier zu verständigen. Es gab keine peinlichen Situationen oder irgendwas und niemand lachte einen aus. Und wenn man ein Wort mal nicht weiß, dann fragt man halt nach oder benutzt Google-Übersetzer. Also ja, diese Angst, die ich davor hatte, war total unbegründet. Und ja, ich hab das Gefühl, ich habe mich auf jeden Fall auch verbessert. Ich verstehe mehr. Ich verstehe vor allem den irischen Akzent jetzt ein bisschen besser. Also das ist echt super gut. Ich bin insgesamt traurig, dass ich Irland jetzt verlasse. Aber auf der anderen Seite freue ich mich natürlich auch auf ein neues Abenteuer. Und vor allem auf Sonne. Ich freue mich auf Sonne. Eine Sache noch, weil das jetzt öfters in Kommentaren vorgekommen ist und ich auch ein paar Nachrichten dazu bekommen habe, wie ich mir das Ganze denn finanziere und dass man sich so ein Leben ja schon auch irgendwie leisten können muss, will ich nur klarstellen, ich bin nicht reich. Ich bin wirklich ganz weit davon entfernt, viel Geld zu haben. Ich habe jetzt 4 Monate davor gearbeitet, so viel Geld gespart, wie es eben ging. Und von dem Geld gehe ich jetzt gerade reisen. Und wenn das Geld alle ist, dann muss ich eben zurück nach Deutschland und wieder arbeiten. Oder ich suche mir eben während meiner Reise eine Arbeit. Es ist halt wirklich eine Frage, wie man an so eine Reise rangeht. So, wenn man jetzt Hotel haben möchte und Luxus haben möchte und essen gehen will und dafür Geld braucht, dann ist es natürlich schwierig. Aber wenn man sagt, hey, ich will einfach ein paar Erfahrungen sammeln, nice Leute kennenlernen und ein bisschen was von der Welt sehen, dann geht das auch mit wenig Geld. So, ich übernachte dann eben in einem Hostel für einen Zehner die Nacht, kann leider nicht in Restaurants gehen, kaufe mir stattdessen mein eigenes Essen und koche das mit Leuten, die ich kennenlerne zusammen und habe trotzdem eine schöne Zeit. Aber ja, ich denke, dass das eben einfach eine Frage ist, wie man seine Reise gestaltet. Ja, und zu guter Letzt noch als Abschluss habe ich noch ein paar Videos, die ich unbedingt noch zeigen wollte, weil mir persönlich das Thema einfach wichtig ist. Und zwar war letzten Freitag der globale Klimastreik. Das war richtig schön. Ich fand es einfach eine super coole Aktion. Deswegen gibt es jetzt noch zum Abschluss ein paar Bilder von der Demo am Freitag. Genau, und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Dieses Video wird dann in der Sonne sein. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Kommentare oder Anmerkungen habt oder Sachen wissen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare hier bei meinem YouTube-Channel. Auf Instagram bin ich nicht mehr so aktiv, aber hier auf YouTube. Und ansonsten, ne, würde ich sagen, machen wir es wieder gut, machen wir es besser und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssli! Hier jetzt auf der Demonstration von Fridays for Future hier in Irland, in Dublin. Heute ist der globale Klimastreik und normalerweise wäre ich jetzt in Nürnberg. Aber ich habe mich dazu entschlossen, hier auch auf die Demo zu gehen. Und es war schon eine Überwindung, so alleine auf eine große Demo zu gehen. Es ist super cool, die Menschen sind super nett und geben hier ihr Bestes. Es sind nicht viele Leute da. Wir sind vielleicht 200 Leute. Was richtig krass ist dafür, dass Dublin schon irgendwie hier auch eine große Stadt in Irland ist. Aber ich finde, es ist so krass und so mutig, dass die Leute, die hier sind, trotzdem auf die Straße gehen. Egal wie viele Leute hier am Straßenrand stehen und Videos machen und sich über die lustig machen. Und sie sind trotzdem hier und kämpfen für eine gute Sache. Und das finde ich richtig, richtig stark. Ja, es ist richtig schön hier Leute zu treffen und sich irgendwie auszutauschen. Yeah.